In diesem Video bist du der Lehrer bzw. die Lehrerin. Hallo meine lieben Deutschlerner, ich bin Marina. Willkommen zurück bei Perfektes Deutsch. Heute stelle ich euch Sätze vor, in denen sich kleine Fehler befinden. Und ihr müsst die Fehler finden und korrigieren. Wir beginnen auf B2-Niveau und dann arbeiten wir uns hoch ins C1-Niveau. Los geht's! Satz Nummer 1. In meiner Präsentation, es geht um Kreativität. Es und geht müssen vertauscht werden. In meiner Präsentation geht es um Kreativität. Zweiter Satz. Kreativität heute in vielen Lebensbereichen spielt eine wichtige Rolle. Kreativität spielt heute in vielen Lebensbereichen eine große Rolle. Auch hier gehört das Verb an Position 2. Satz Nummer 3. Künstler ebenso wie eine Geschäftsfrau oder Eltern brauchen Kreativität bei ihrer täglichen Arbeit. In diesem Satz befindet sich das Komma an der falschen Stelle. Es muss vor dem Brauchen stehen, damit der Satz heißt, Künstler ebenso wie Geschäftsfrauen oder Eltern brauchen Kreativität bei ihrer täglichen Arbeit. Satz Nummer 4. Kreative Ideen werden erkannt, manchmal gar nicht auf den ersten Blick. Das ist ein Passivsatz, das heißt, das Partizip erkannt gehört ans Ende des Satzes. Kreative Ideen werden manchmal gar nicht auf den ersten Blick erkannt. Nummer 5. Schon seit vielen Jahren, ich interessiere mich für die Bedingungen, unter denen ein Mensch kreativ sein kann. Auch hier ist wieder das Verb nicht an der zweiten Position. Schon seit vielen Jahren interessiere ich mich für die Bedingungen, unter denen ein Mensch kreativ sein kann. Und der letzte Satz für das B2-Niveau. Ich deshalb möchte Sie abschließend ermutigen, Ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Das Verb ist wieder in der falschen Position. Ich möchte Sie deshalb abschließend ermutigen, Ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Das war super! Kommen wir zum zweiten Teil des Videos. 6 Fehlersätze auf dem C1-Niveau. Los geht's! Laut einer Umfrage aus dem Jahr 2016 sind die meisten Menschen in Deutschland mit ihrem Leben im Großen und Ganzen zufrieden. Laut einer Umfrage aus dem Jahr 2016 ist lediglich eine Genitivpräposition mit einem Genitivobjekt und dann eine Dativpräposition mit einem Dativobjekt. An Position 2 folgt dann das Verb. Das heißt, das Komma darf da nicht stehen. Satz Nummer 2. Die Frage ist, inwieweit hängen das Glück und die Zufriedenheit von den materiellen Bedingungen ab? Inwieweit ist ein Nebensatzkonnektor, so wie weil und wenn und das? Und bei einem Nebensatz steht das komplette Verb konjugiert am Ende. Das heißt, das trennbare Verb abhängen wird in dem Fall nicht getrennt, sondern nur konjugiert. Der Satz heißt also, die Frage ist, inwieweit das Glück und die Zufriedenheit von den materiellen Bedingungen abhängen. Satz Nummer 3. Man hat zu wenig Geld, dann ist das Leben oft schwierig und anstrengend. Hier wurde eine sehr schöne C1-Grammatik falsch gemacht. Das ist nämlich das Phänomen, wenn man bei einem Wenn-Dann-Satz den Konnektor Wenn weglässt. Tut man das nämlich, wandert das Verb wiederum auf Position 1. Normalerweise würde der Satz mit wenn dann wie folgt heißen. Wenn man zu wenig Geld hat,
dann ist das Leben oft schwierig und anstrengend. Nun kann man aber den Konnektor wenn weglassen und dann springt das Verb auf Position 1. Hat man zu wenig Geld, dann ist das Leben oft schwierig und anstrengend. Satz 4. Aber viel Geld macht zufrieden und glücklich? Ganz klar, das Verb gehört an Position 2. Aber macht viel Geld zufrieden und glücklich? Der fünfte Satz. Kann man sich jeden Abend ein Essen in einem teuren Restaurant leisten? Dieses Essen wird zur Normalität und das Glücksempfinden stumpft ab. Abstumpfen bedeutet in Bezug auf Gefühle. Am Anfang war es sehr toll, aber je öfter ich das mache, desto normaler wird es für mich und irgendwann ist es überhaupt nichts Tolles mehr. Mein Gefühl stumpft ab. In dem Fall mein Glücksgefühl, das Glücksempfinden. Aber wo ist der Fehler in diesem Satz? Kann man sich jeden Abend ein Essen in einem teuren Restaurant leisten? Wird dieses Essen zur Normalität? Und das Glücksempfinden stumpft ab. Und der letzte Fehlersatz im C1-Niveau heißt: Glücklich könnten wir doch immer sein. Da das ein Konjunktiv-Wunschsatz ist, muss hier das Verb an Position 1. Könnten wir doch immer glücklich sein. Habt ihr alle Fehler gefunden? Herzlichen Glückwunsch! Dann seid ihr super fit im Deutsch auf B2 und C1 Niveau. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Ihr habt viel Zeit zum Üben und jeden Tag wird euer Deutsch ein bisschen besser. Gefällt euch dieses Videoformat? Schreibt es mir in die Kommentare, das würde mich sehr freuen. Und mein heutiger lieber Gruß geht an Chainen Luak. Schaut doch mal auf meinem Allgemeinwissen-Kanal vorbei. Hier findet ihr interessante Geschichten, die euch helfen, euren Wortschatz zu erweitern. Und ansonsten können wir uns in einem dieser Videos gleich wiedersehen. Bis dann! Tschüss!